Heyse und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kerl und zockt mit Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, dass das nochmal auf meinem Kanal kommt, das ist Wahnsinn. Es ist eigentlich ein Projekt, was ich schon zum zweiten Mal beendet habe, aber noch zum dritten Mal beenden werde. Dank neuem Story und so weiter. Allerdings bin ich nicht alleine. Ich habe mir da jemanden hinzugeholt und zwar... Ja, der Endsmash. Und wir spielen natürlich die Switch-Version und wir machen jetzt nochmal sämtliche Parallelquests, die man in Xenoverse 2 bekommen hat. Und dann gehe ich an die Story, die neue. Mal gucken, was das wird. Ich bin sehr gespannt. Die Expert-Mission werden wir auch nochmal machen. Dann hoffe ich, kann ich endlich meinen Haken hinter Xenoverse 2 machen. Die meinten ja, auch nach DLC 1 und 2, da kommt nichts mehr. Dann kamen neue DLCs. Ach, nach den DLCs kommt nichts mehr. Jetzt kommen die Extra-Packs. Projekt, was zum dritten Mal beendet wird. Also, das schafft auch nicht jeder. Ich fühle mich so, bereit. Ja, ich hoffe sehr, dass die Aufnahme und auch die Qualität in Ordnung ist. Weil ich nehme jetzt nicht mit Hilfe von OBS auf, weil das wäre aus irgendeinem Grund komplett verpixelt gewesen. Und das wäre nicht so nice gewesen. Ich nehme jetzt direkt von der Elgato. Dementsprechend weiß ich nicht, wie es rumkommt. Ich bin auf jeden Fall mal... dass die Verbindung stabil bleibt. Ja. So, ich glaube, diese Parallelquests hatten wir im Original Xenoverse. Ich zeige sie aber nochmal. Müssen wir mit allen Super Saiyan Formen von Goku und Vegeta klarkommen. Ich weiß allerdings nicht, was die Voraussetzung war, dass wir das Bonus-Ding bekommen. Das habe ich vergessen. Toll, ich war jetzt mitten in der Kette, also im Kettenangriff, und dann kommt die scheiß Animation. Und dann muss ich erstmal niesen. Vorhin habe ich hier mit Zobby an der PC-Version gespielt und dann hat seine Mutter angefangen zu niesen und zwar richtig laut und in dem Moment ist bei Zobby die Verbindung rausgegangen und da meinte ich so, deine Mutter hat die Verbindung weggeniest. Hat die Verbindung weggeniest, herrlich. Wow, doch, wie geht's da? Ja, jetzt holt ihr hier aber richtig rein. So, wir hatten ja die Switch-Version schon einmal präsentiert und damals, du kannst ja noch mal was über deinen Charakter erzählen. Was spielst du und was kann der so? Okay, also ich habe einen weiblichen Saiyajin, weil Saiyajins for the win. Ja, da merkt man es schon, weil Goku mir jetzt gerade richtig eine reintritt. Ich habe noch ein bisschen leiser gemacht, super. Übrigens. Okay. Und was kann denn mein Saiyajin alles? Er kann gut wegfliegen. Also, ich lasse mich jetzt einfach mal so ein bisschen verprügeln, damit ich euch die Attacken vorlesen kann. Ja, so ein großes Tor mache ich jetzt hier für euch. Bei den normalen Super-Attacken, also normale Vier-Attacken, die Brandattacke von Future Trunks war das, glaube ich. Der Götterspalter von Zamasu. Das Urknall Kamehameha und halt die Maximalladung, um Ki aufzuladen. Bei den Ultimate-Attacken habe ich die Supernova Cooler von Überraschung Cooler. Das Super Kamehameha, den Super Saiyajin Blue als Erwachenfähigkeit und als Konter der blutige Konter. Yeah. So, genug erklärt, jetzt muss ich mal hier zurückschlagen. Die Supernova von Cooler, die ist sau stark und die verfolgt auch den Gegner. Meine Lieblingsattacke hab ich allerdings noch nicht freigeschaltet und das ist die von fusionierten Zamasu, dieser Riesenenergieball. Der ist nämlich noch stärker und braucht nur 3 Ki-Einheiten. Er verfolgt aber leider nicht ganz so gut wie die Supernova. Alter, Vegeta. Gut, ich kümmere mich um dich, wenn du so drauf bestehst. Nein! Ja, shit. Ich war jetzt hier gerade mitten im Angriff, also ich wurde angegriffen, da konnte ich das... Alter, Vegeta! Wir wollen mal den neuen Superangriff zeigen und der so... Nope. Ich muss hier mal, glaube ich, erst Vegeta ein bisschen verkloppen. Autsch.
Alter, jetzt reicht's mir, Vegeta, du bist jetzt so tot. Ja, das ist die Flöte von Tapion. Mit meiner Superseele, die ich habe, kann ich da auch so ein bisschen Lebensenergie regenerieren bei mir und den Teammitgliedern, aber sehr langsam. So, jetzt muss ich das ist gerade so erklärt und wie geht da drauf? Impossible! Oh, beide gleichzeitig down. Yeah, das ist nicht gut. Aber ich glaube, man musste... Musste man Goku... Ne, wir haben... Ah, jetzt haben wir Gogeta, okay. Gogeta? Gut, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Oder es vielmehr nicht funktioniert hat. Ah, shit. Meinst du jetzt den Superangriff, also den Doppelangriff? Ja, das Doppelding. Aber jedes Mal, wenn ich zu dem Angriff ansetze, teleportiert er sich hinter mir. Ey. Hör auf, dich weg zu teleportieren, das macht man nicht. Ey, ich baller hier schon so auf ihn drauf, damit du ihn attackieren kannst, aber es klappt irgendwie nicht. So, jetzt habe ich... Für diese Doppler brauche ich zwei... Ne, drei Keybalken. Nein! Los, los, mach! Ja, ja, noch geschafft. Wow! Doppel Final Flash! Alter, die Joy-Cons rosten aus. So. Ich glaube, hier war es so, dass man Goku zuerst platt machen musste. Aus Agent Blue. So, wo ist Goku? Bei dir. Oh, es sind beide toll. Auf mich, ey. Ich hab Goku amüsiert, was ist, ich treffe Vegeta. Ja, soll vorkommen. So, das ist der Limitbrecher und... Jede Superseele hat einen eigenen Effekt für den Limitbrecher. Allerdings ist der Pro-Kampf nur ein einziges Mal einsetzbar und das auch nur für das Team. Das heißt, ich könnte meinen nicht mehr einsetzen. Komme, was wolle. Ich habe meine Superseele auf den Super Saiyan Blue ein bisschen abgestimmt, weil der Super Saiyan Blue verstärkt zwar den Charakter ordentlich, aber er hat auch einen gewaltigen Nachteil. Weil solange ihr im Super Saiyan Blue Modus seid, verliert ihr permanent Ki. Und wenn dann das Ki komplett aufgebraucht ist, verwandelt ihr euch wieder zurück. Oh fuck! Ich hab Vegeta dort nicht gesehen! Scheiße! Toll, jetzt lässt du mich hier alleine! Nein, 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 ist in Ordnung. Ich hatte eine Zensu-Bohne. Ah, ich hab mir für so einen Fall nämlich mit Zensus eingedeckt. Und die kann ich einmal pro Kampf einsetzen, wenn ich down gehe. Ja. Toll. Vegeta hat meine Stamina gebrochen. So. Goku ist down. Da. Vegeta schreit und Goku so: Nein, Vegeta, er ist am Schreien! Come close to me and you'll get more than bones. Autsch. Wow. Nein! Das sah gerade sehr interessant aus. Du bist fast down. Wow, ich bin ganz knapp der Attacke ausgewichen, während ich mich verwandelt habe. Das ist da gerade richtig Rainbow Dead Movie-like aus. So. Wie geht das Haare? Bling, 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 wackel, wackel. It's Super Saiyan 4. Ja. Come fight me if you want to die. How do you get up? Ouch. Ja, Goku. Ich wollte Supernova machen und nicht die Doppelattacke. What happened? What the hell? Wie hat der meine Supernova aufgehalten? Ich finde Vegeta sehr interessant. Er teleportiert sich hinter mir. Gallican, ich hau ihn. Er teleportiert sich hinter mir. Gallican, ich hau ihn. Und das geht die ganze Zeit so. Ich habe gerade voll die irre lange Combo gemacht hier bei Goku Super Saiyan 4. Das war ja schon wow.
Wahnsinn. Sehr gut. Was zum Teufel? Denke ich mir auch gerade. Nein! Verdammt, ich habe nicht genug Ki. Ich wollte jetzt mit einem Super Kamiha zurückschlagen, während Goku hier seinen 10-mal Kamiha auf mich abfeuert, was daneben ging. Na, ich hatte nicht genug Ki. Was, du hattest nicht genug Kacke? Genau. Zu wenig gegessen. Alter, du nervst mich langsam mit deinem Galligan. Galligan gespamme. Kein ja. Partner gespamme. Ja, ich war hier gerade mit Goku beschäftigt. Okay, jetzt bin ich fertig. Immer noch kein Partner. Was? Ey, wenn der Doppelangriff jetzt. Der Doppelangriff ist jetzt abgebrochen. Er denkt sich, was? Doppelangriff? Nö, ich verzieh mich. Bullshit, ey. Also, die Doppelangriffe, die sind schon sehr speziell, muss man zugeben. Okay, Vegeta gegen Gogeta, alles klar. Das war jetzt gerade strange. Ja, das kam wieder genau richtig. Ja, du bist auch so ein Energiegespamme und so. Mit Rüdiger wäre das noch schwerer. Rüdiger ist ein einziger Energiegespamme. Aber ich habe Gogeta jetzt ein bisschen schlauer gemacht. Hab ihn auf den Kopf eingehauen. Finde ich gut. Und Supernova! Und bei mir ist ganz schön heiß. So, noch eine und dann sollte Gogeta weg sein. I'm surprised that I could actually be backed into a corner like this. Oh, jetzt muss ich mich den beiden hier anpassen. Jetzt muss ich auch blau machen. Hast du keinen Bock auf Arbeit oder was? Nö, deswegen habe ich auch jetzt den Rest der Woche frei. Goku! Au! Ich trete ihn, er tritt mich, dann trete ich ihn wieder und so geht das Ganze immer weiter. Sehr gut! Also, Goku und ich, wir spielen Fußball, ohne Fußball. Okay. Ich hoffe, es macht Spaß. Wer gewinnt denn gerade? Momentan führe ich. 1-0? So ungefähr. Ey! Der spielt nicht fair, der spielt mit Hand. Er hat mich genommen und geschleudert. Oh. Ich spiele noch keinen Handball hier. Geil, Vegeta hat sich selbst an die Brust gefasst. Erotisch. What? Hey, come on, Vegeta. That's no fair. Scheiße, ich wollte eigentlich meine Supernova machen, hab dann aber die Doppler erwischt. Dann mach ich die halt. Keine Heilung mehr, außer meine Flöte. Okay, das klang jetzt komisch. Ich habe keine Heilung mehr, außer meine Flöte. Super. Ja. Ach, schon wieder nicht genug Ki gehabt. Wie gesagt, Super Saiyan Blue ist geil, aber dass man ständig Ki verliert, das ist... Nee. Halten, Ausrüstung. Puh, das war ein Kampf, ey. Das war ja ein Krampf. Du bist Symbol Super Saiyan Blue von Goku Perücke. Brauche ich nicht mehr. Ich habe vorhin sau viele Z-Punkte bekommen, Z-Medaillen. Knapp 700 oder so vom System. Wow. Das war schon heavy. Irgendwo,
So, runter. Das haben wir gerade gemacht. Vater und Kind. Auch jetzt kommt die Familiengeschichte. Wieder Familien im Brennpunkt. Ja. Genau die. Ich hatte vorher ja auch eine andere Ulti-Attacke, sondern also den von Freezer mit dieser Fingerstrahl. Und das musste ich wegnehmen, weil wie gesagt, Super Saiyan Blue und dann noch die Ulti, das zieht mir extremst viel an, aber was heißt extremst viel, das ganze Key ab. Und dann bin ich kein Super Saiyan Blue mehr, deswegen musste ich eine andere Ulti nehmen, da habe ich mir den Super Kamehameha halt genommen. Und ich muss sagen, der ist ziemlich gut für so als Combo-Finisher. Muss man am besten natürlich noch einen Stamina-Break machen, damit der Gegner nicht ausweichen kann und dann kann das schon ziemlich böse werden. Das tut Auchi machen. Ist doch ein recht schnelles Kamehameha, finde ich, von der Ausführung her. Oh, erstmal... Ja, ich hab Trunks hier. Autsch. Was wagst du? Boah, Trunks, was wagst du dich? Nein. Trunks ist wie Piccolo, nur am Wegfliegen! Er ist immer tough reden Gegner, und... ich hasse. Also, die fliegen von dir weg, greifen ein bisschen an, du willst zu ihnen hinfliegen, dann hauen die wieder ab, und dann greifen die wieder an. Das jetzt ist so eine Scheiß-Taktik von denen. Shit. Ja. Wieso? Machst du nichts? Irgendwie ging's nicht. Obwohl ich gedrückt habe. Seems like my skills aren't what they used to be. Am I losing? Ja, du verlierst. My dad. It'll take more than this to beat me. Ach ja. Halt die Fresse, ey. Jetzt komm. Wunderbar. Das war cool, damit Trunks jetzt platt machen. Ich hasse dich, Kid Trunks. Jawohl. Okay, ist mir doch scheißegal, wenn du noch ein Kind bist, ey, ich hasse dich. Boah, der ist schon mal weg. Nein! Boah. I never imagined someone like this existed. Tja, dann... Dann hat Gohan keine Ahnung von der Welt. Gohan jedenfalls nicht mehr. Alter. Gotenks. Nicht Gotenks, Goten. Drecksbengel. Du kannst dich doch nicht von einem Goten platt machen lassen als Blue. Niemals, ey. Now you've done it. Ja, ich habe das so aufgemacht. Danke. Schön gleichzeitig. Und flupp. Also die neuen Charakter Ultra Goku und Jiren, die steuern sich gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ultra Goku, der regeneriert seine Ausdauer nicht automatisch. Oh, das ist ja blöd. Aber dafür ist der stark. Meine Fresse, ey. Und er weicht automatisch Angriffen auf. Seine Superseele ist ja der Ultra-Instinkt. Jetzt frag ich mich, kann man diese Superseele eigene irgendwie bekommen? Das weiß ich nicht, das müsste man nachgucken. Au, au. Was man aber bekommen kann in den neuen PQs, ist ein Smoking und ein Brautkleid. Ja, das weiß ich schon, das habe ich mal im Trailer gesehen. Ich hab keine Ahnung, wie das aussieht. Ich stell mir halt so einen fetten Boo mit einem Smoking vor. Rich Man, ey. In the Rich Man's World. Alter, wie geht er? Übertreib's nicht. Big Bang! Oh! Damn it. Don't think this. Ach, voll daneben. So. Hier umflippen Spiel.
Von da ich wollte gerade was sagen, was ich aber ziemlich falsch anhören würde. Aber von da kommen wir doch. Sollen wir zurück? Okay. Du sagst immer Dinge, die sich falsch anhören. Ja, aber ich wollte nämlich sagen, jo, flöte mir mal ein. Oh, das hört sich sowas von falsch an. Da, ich flöte jetzt. Ah, wunderschön. Ach, guck mal, das sind ja die scheiß Nervensägen hier. Erhalten Ausrüstung. Echt? Ja, ich hab mit Trunks gesprochen und Goten hat mich geheilt. Geil. Na gut. Okay, ich nehme zurück, was ich über euch gesagt habe. Ihr seid doch nicht so scheiße. Aber wenn dieser Kampf jetzt zu Ende ist, dann seid ihr es wieder. Ach, ach, Raditz! Ey. Das Radieschen? Und jetzt denken, oh, stehen bleiben, Ulti machen und dann wieder wegfliegen, wa? Ey, hallo? Alter, der hat die Ulti gemacht, dann kommt Bardock und greift mich einfach. Hey! Looks like you're having fun. Let me in on it. Okay, es sieht aber nicht aus, als ob du Spaß hättest, so wie du geguckt hast. Is that really you, Kakarot? Alter. Nein! Der Bardock nimmt mich hier gerade so auseinander. Nein, ich hab doch gerade meine. Okay, er hat mich eh aus meiner Ulti weggehauen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Mir auch nicht. Autsch. Okay, das war's. Okay, ich habe noch ein bisschen Energie, aber nur wirklich nur minimal. Und die ist auch bald zu Ende. Nein. Vergiss es, die ist nicht bald zu Ende. Oh, sehr gut. Versuch du Bardock platt zu machen, während ich mich mit denen hier. Was, was ich hier mache? Alter, Bardock, ey, der ist so hammerhart hier gerade. Stamina Break. Wegen Bardock, Unterklasse Kämpfer hier, ey, der nimmt mich auseinander. Okay, ich habe jetzt gerade platt gemacht. Ja. Au. So, irgendwo unten. Wo ist der Rest? Irgendwo unten sind wir. Okay. Ah, ich sehe euch. Ein kleines Geschenk von mir, bitteschön! Boah, das kommt so rechtzeitig, ey. So, ich muss mich mal kurz aufladen und weiter geht's. Gorn ist fast platt. Gorn ist platt. Na, da ist er aber platt. Oder? Now this is what fighting is about. Wow, ich wollte das Ding gerade werfen, dann kommt er und bricht meine Stamina. Unglaublich. Is Super Saiyan 2 not good enough? Er findet es auch unglaublich. Alter, ey. Das war was. B-Rang. What's the matter? What's the matter? Schnurrbartbrille. Ja. Was soll ich damit? Bin ich etwa ein schlechter Party-Gag oder was? Endlich siehst du es ein. Alter, ich hau dich, wenn du wieder hier bist. Ultimativer Kampf. Wir sind bereit. Den hatten wir gerade, den ultimativen Kampf. Der letzte Kampf ist der ultimative Kampf. Glaub mir. Der ist nämlich schwer wie sonst was. Den habe ich ja allein mit Sobby nicht geschafft. Wir mussten auf einem Random warten, um den zu kriegen. Den letzten Kampf. Wow. Aber ich verrate selbstverständlich nichts. Natürlich, es soll ja spannend bleiben. Siege so, Broly. Besiege Brokkoli. Denn der mag schon Brokkoli. Okay. What kind of opponent will you be?
What kind of opponent will you be, Kakarot? Okay. Broly cosplayed als Kakarot. Na gut. Now you've done it. Riesenbaby, ey. Broly ist echt so ein Riesenbaby. Mhm. Toll. Wow, das war jetzt nichts. Ich hab sogar genau gesehen, wie du ihn abgebrochen hast. Sorry. Hab ich meine Superseele bzw. den Limit Breaker davon schon erklärt? Ich glaub noch nicht. Aber wie gesagt, den habe ich auf den Super Saiyan Blue abgestimmt, weil er ja ständig Ki verliert und mit dem Limit Breaker von der Fähigkeit meiner Superseele, da bekomme ich immer so minimal Ki wieder zurück, also ich verbrauche nicht ganz so schnell Ki, wenn ich mich in den Blue verwandle. Okay. Und ich glaube, die Ausdauer wird dann auch wieder etwas schneller regeneriert. Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Meine Superseele bringt eigentlich nicht wirklich was. Also, der Limit Breaker. Okay, was macht der? Irgendwas mit Wiederbelebungsleiste fühlt sich, glaube ich, schneller. Müsste ich da aktivieren, damit ich sehen kann. Aber ich habe ihn besiegt. Ich kann ja gleich mal aktivieren und gucken. Macht aus. Automatische Gesundheits- und Ausdauererholung. Okay, gut, das macht das. Sehr gut. Soweit ich weiß, je mehr Teamkameraden tot ist, desto stärker ist der Limit Break Boost. Ja, da war irgendwas davon. Oh, oh gerade noch verwandelt. Shit! Und? Mist, sorry. Ich versuch's gleich nochmal. Ja, wenn meine... Okay, meine Ausdauer ist wieder da. Scheiße, jetzt ist er über meine Attacke drüber gesprungen. Okay, jetzt hat er so mich gesehen. Oh. Wow! Nun wär's Stamina Break. Sieht schön aus, wie du ihn hin und her kickst. Shit. Sehr gut. Boah, voll in den Arsch getreten. Ja, der braucht mal einen ordentlichen Arschtritt. Siehst du, das hat schon mehr Schaden gemacht. Mhm. Und wenn wir jetzt versuchen würden, den Limit Break nochmal aufzumachen, dann wird man sehen, dass das ausgegraut ist. Ja. Autsch. Er hat mich noch mit erwischt. Oh, Vegeta. I just want to fight. So, den kriegen wir mit dem Doppeltod, oder? Hoffentlich. Na toll, jetzt ist er in seiner Ulti. Wow. Und er hat mich noch mit erwischt. Fies. Na, egal. Broly ist so unheimlich groß. Er kriegt gar nichts gebacken, ey. Weißt du was? Kein einfach Times 10 Kamehameha und gut. Jetzt kein Bock mehr. Good. Wow. Good. You're the best, almost. Na gut, aber ich würde sagen, wir beenden den Part mal an der Stelle. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Eine halbe Stunde. Oh, ja, wird Zeit, dass wir beenden für einen Part. Das reicht. Gut, das war euer Kern und
Dan Smash is dead. Nee, Xenoverse 2 Parallelquests, da wird noch einiges kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.